Das Ding vor Ort. Ich weiß halt die ganze Geschichte nur von Erzählungen. Also selbst habe ich nichts mitgekriegt. Aber ich bin ungefähr hier auf der Höhe auf den Güterwagen hochgeklettert. Und in dem Moment, wo ich oben stand, war ich dann zu nah an der Hochspannungsleitung. Da ist ein Lichtbogen übergesprungen. Ja, der hat mich einmal gegrillt, sage ich mal so. Aber warum, weiß ich selber nicht. Warum? Spaß an der Freude, durch den Alkohol zu viel getrunken gehabt. Wie cool ist das denn? Hey Tom, wo willst du hin? Hey, da hier rein. Kommt ihr doch auch hoch? Nein, komm jetzt. Hey, mach keinen Scheiß. Komm zurück. Tom! Die Anfangszeit war schon relativ schrecklich für mich, weil damals, wo ich nach 3 Wochen Koma aufgewacht bin, dann dachte ich, ich bin immer noch in Rastatt auf dem Faschingsumzug. Und das war schon ein großer Schock für mich und da habe ich mir auch erstmal alle Kabel wieder rausgerissen gehabt, weil ich war gedanklich immer noch auf dem Stand vom 19.02. und ja, wach 3 Wochen später auf und dann mache ich die Augen auf, liege in der Klinik und habe alles mit Schläuchen im Gesicht und das war schon ein Riesenschock für mich. Ja. Der Lichtbogen ist ungefähr hier rein in meinen Arm und hat einmal hier alles ringsherum dreigradig verbrannt. Also ich hatte mehr Glück als Verstand gehabt. Also ich hatte wirklich einen Bataillon Schutzengel gehabt und normalerweise ist das echt tödlich. Und ich habe auch welche in der Klinik kennengelernt gehabt, die hatten es dann leider nicht überstanden. Und wie gesagt, wie mein Name auch heißt, Felix der Glückliche. Und ich habe wirklich Schweineglück gehabt. Ich bin jetzt erst 24, bin auch immer noch also geistig der gleiche Kerl wie vorher, aber ich habe mich jetzt äußerlich geändert und viele Leute sehen mich jetzt nur an und dann da machen sie den Kopf runter und gehen an mir vorbei. Und ich sage mir da halt, ja, lass es an mir vorbeigehen und die Leute, mit denen ich dann wirklich mit was zu tun haben will und mit denen ich dann sprechen darf, das sind dann auch wirklich, dann sage ich mal, Freunde. Ich wollte den Weg eigentlich nur laufen, damit ich einfach mal gucken kann, wie weit ich meine Grenzen setzen kann. Ich will einfach mal körperlich testen, ob ich das durchhalte. Ja, einfach gucken, ob ich es schaffe und ich will es auch schaffen. Und wenn ich es schaffe, dann habe ich auch ein großes Ziel wieder geschafft, wieder zum normalen Leben. Und wenn ich das schaffe, dann schaffe ich alles andere auch. Alles, was ich jetzt mache, mache ich mit links. Das Ding vor Ort.